Mit großer Freude sind jedenfalls die Sikhs in Österreich ins neue Jahr gegangen, denn die Sikh-Glaubensgemeinschaft wurde noch im Dezember vom Kultusamt als religiöse Bekenntnisgemeinschaft anerkannt. Das ist praktisch der Status der kleinen Anerkennung. Der Sikhismus ist im 15. Jahrhundert im nordindischen Punjab entstanden und geht auf Guru Nanak zurück. Gundi Lamprecht über eine alte Religion und eine in Österreich junge Bekenntnisgemeinschaft. Sikhs Männer und Buben tragen einen Turban, ein Zeichen der Identität. Als 2019 das Tragen des muslimischen Kopftuchs für Volksschülerinnen verboten wurde, fürchteten auch die Sikhs betroffen zu sein. Das Kopftuchverbot wurde vom Verfassungsgerichtshof gekippt. Die Debatte war aber auch für die Sikhs nachhaltig. Das war ein Weckruf für die Sikhs, dass wir wirklich aktiv in die Öffentlichkeit gehen müssen und präsentieren müssen, sagen müssen, wer wir sind, weil es war noch sehr unklar, wer die Sikhs überhaupt sind. Der goldene Tempel in der indischen Stadt Amritsar ist das spirituelle Zentrum der Sikhs. Sikhs treten gegen das Kastenwesen und für die Gleichheit aller Menschen auf. Der Sikhismus geht auf Guru Nanak im 15. Jahrhundert zurück, einer Zeit kultureller und spiritueller Kreativität in Indien. Es war die Hochblüte der sogenannten Bhakti-Bewegung, der liebenden Hingabe an Gott. Guru Nanak verkündete den Ein-Gott-Glauben und war sowohl vom Islam als auch vom Hinduismus inspiriert. Dennoch gibt es wenig Gemeinsamkeiten. Die Sikhs unterscheidet von den Hindus sehr viel. Sie kennen kein Kastensystem, sie kennen keine Rituale, die irgendwelche karmisch guten Wirkungen haben. Sie kennen auch in dem Sinn keine religiösen Hierarchien. Sondern die Sikhs sind eigentlich eine mystische Tradition, von ihrem Ursprung her. Sie besitzen eine heilige Schrift, Guru Granth Sahib genannt, in der die Lehren Guru Nanaks und späterer Gurus festgehalten wurden und von der eine Abschrift im goldenen Tempel von Amritsar aufbewahrt wird. Das Buch hat einen eigenen Art Thron und dann steht immer wer dort, der fächelt und das kühlt. Mit dem Buch, das war die Entscheidung des 10. Guru, der beschlossen hat, es ist besser, mit dieser Guru-Transmission aufzuhören und stattdessen zu sagen, der Lehrer ist das Buch, weil Guru heißt Lehrer. Also Lehrer ist das Buch und Sikh heißt Lernender. Und eigentlich gehört das sehr wesentlich zum Selbstverständnis der Sikhs dazu. In den 1970er Jahren kamen erstmals Sikhs nach Österreich, um auch hier zu bleiben. Heute arbeiten viele als Taxifahrer, Geschäftsleute oder Kolporteure. Mit dem Status der kleinen Anerkennung hoffen sie, besser wahrgenommen zu werden. Als Bekenntnisgemeinschaft braucht man als Voraussetzung, dass man Statuten vorlegt, in denen die Lehre dargestellt wird und die Riten dargestellt werden. Die dürfen sich nicht überschneiden mit anderen anerkannten Religionsgemeinschaften. Dann ist es wichtig, dass man 300 Mitglieder nachweisen kann. Und dass die Vertretungsbefugnis geklärt ist. In diesem Fall waren es jetzt bei den Sikhs, waren es die 6 Gemeinden, die es hier in Österreich im Moment gibt, die im Moment als Vereine organisiert sind. Die Voraussetzung für die Anerkennung als Religionsgemeinschaft ist sehr viel höher als die für eine eingetragene Bekenntnisgemeinschaft. Und zwar braucht man hier vor allem den Nachweis über die Mitgliedschaft von 2 Promille der Bevölkerung. Sprich, das sind im Moment 17.000, 18.000 Mitglieder. Und das ist für die meisten Religionsgemeinschaften sehr schwer zu erfüllen. 25 Millionen bis 27 Millionen Anhänger des Sikhismus gibt es weltweit. Die meisten davon leben im nordindischen Punjab. In Österreich haben schätzungsweise rund 11.000 Sikhs eine neue Heimat gefunden. Die Sikhs sind eine sehr fleißige, eine sehr wohlwollende Community und deswegen tun sie sich auch weltweit, nicht nur in Österreich, sehr einfach, sich in eine Community, in eine Gemeinschaft zu integrieren. Und das ist genauso hier in Österreich der Fall. Wir leben in der Community, wir leben in der Gesellschaft, wir werden auch akzeptiert und wir leisten auch unseren Beitrag zu sozialen Events hinzu, wenn irgendwelche Probleme entstehen, wenn es bedürftige Menschen gibt, die wirklich Hilfe brauchen, dann sind die Sikhs immer an erster Stelle und wollen auch ihren Beitrag dazu leisten. Die Sikhs sind bekannt für ihre Großzügigkeit. In jedem Sikh-Tempel befindet sich im Untergeschoss das Langa, eine Küche.
Es gehört zur religiösen Praxis, mit allen Menschen, egal welcher Religion, Essen zu teilen. Man hofft, dass auch das bald wieder möglich ist. Doch es gibt auch noch Berührungsängste in der österreichischen Gesellschaft. Es kommt immer wieder bei Einzelfällen dazu, dass die Arbeitgeber aufgrund der Erscheinungsmerkmale der Sikhs dazu geneigt sind, Vorurteile zu haben und den Sikhs sozusagen da ein bisschen kritisch gegenüberzustehen. Aber das sind, wie gesagt, Einzelfälle und da werden wir auch in Zukunft diese Einzelfälle versuchen zu betreuen. Aus religiösen Gründen tragen gläubige Sikhs unter anderem das ungeschnittene Haar mit Turban, das für Spiritualität steht. Ein stählernes Armband für die Einheit mit Gott und als Zeichen für Mut und Selbstaufopferung ein kleines Schwert. Wegen dem Turban und den Bärten werden sie oftmals von der österreichischen Gesellschaft als Muslime wahrgenommen, was sie nicht sind. Und es gibt gerade hier in Österreich gibt es eben viele, die also massiv unter muslimischer Verfolgung gelitten haben, deswegen teilweise auch Asyl bekommen haben. Und hier werden sie dann als Muslime bezeichnet, beschimpft und sie möchten eben als eigene Religionsgemeinschaft wahrgenommen werden. Und insoweit ist das für sie auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt.